Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tischtennis Infocenter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Punkt 1. Nachrichten aus dem Let's Play Table Tennis Teams. Jawohl, wir haben 500 Abonnenten geschafft und das noch 2020. Wir waren alle super happy, als wir gestern die Nachricht auf dem Handy bekommen haben. Dann sogar der User, höchstpersönlich, hat genau gesehen, dass er der 500. Abonnent ist und in die Kommentare drunter geschrieben. Ja, tolle, tolle Sache. Hätten wir niemals geglaubt. Wir haben ja damals im Sommer auch nicht geglaubt, dass wir 300 haben. Aber könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, als wir ein Video herausgebracht haben zu 300 Abonnenten, da habe ich Folgendes gesagt. Bis zum nächsten Dankesvideo bei 500 Abonnenten. Wenn wir das schaffen, dann gibt es für euch ein kleines Gewinnspiel mit Verlosung. Ich schwöre. Und was wir sagen, wollen wir auch halten. Und wir haben ein Gewinnspiel. Dazu kommen wir später im Video, also stay tuned. Ja, Ziele für 2021 sind dann sicherlich, wenn wir so weitermachen und regelmäßig Videos produzieren, wollen wir ruhig die 1000 Abonnenten knacken. Dafür brauchen wir euch. Also immer schön auf den Abonnier-Button drücken und uns unterstützen. Herzlichen Dank euch. Ohne euch funktioniert's nicht. Ja, wir waren auch wieder untriebig die letzten Wochen. So waren wir unter anderem hier bei mir zu Hause in unserem Studio. haben Videos aufgenommen, wir haben Talk-Formate aufgenommen hier. Wir haben über interessante Themen wie Aufschläge gesprochen, wie Systemtraining und wie wichtig das ist. Diese Videos folgen bald. Ich hoffe, euch interessiert das sehr. Und wir haben auch uns getroffen mit dem Lars mal wieder und haben zusammen ein Talk-Format aufgenommen. Oh, happy Holidays. Ich muss jetzt erstmal frohe Weihnachten allen sagen. Das ist lustig. Also. Aber egal. Frohe Weihnachten. Wir sitzen hier so weiß in Tonschuhen. So. So. Oh, Junge. Ja, frohe Weihnachten. Gerald, hol mal Glühwein. Lars, hol mal den Glühwein. Warte, den haben wir aber schon ausgetrunken. Jetzt ist es wieder kalt. Ja. Ja, also war eine lustige Sache, wie ihr seht. Macht echt Spaß, immer wieder sich mit den Leuten draußen zu treffen. Auch gerne wieder in der Halle bald. Und ja, wenn ihr mal mit uns reden wollt über ein interessantes Tischtennis-Thema, dann meldet euch und schreibt uns in die Kommentare oder eine persönliche Nachricht. Auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr uns anschreiben. Da heißen wir auch Let's Play Table Tennis ohne Apostroph bei Let's. Punkt 2, News aus aller Welt. Ja, wer Tischtennis intensiv verfolgt, hat mitbekommen, dass wieder ein internationales Turnier stattfand und das war in Macau die WTT-Serie, das sind die World Table Tennis. Weiß gar nicht, was genau das heißt. Das ist auf jeden Fall eine neue Turnierserie, gab es viel Geld zu gewinnen. Auch interessante Spielsysteme, einige Spiele haben da nur bis 5 stattgefunden. Und das Finale am Sonntagabend gewann ja wieder mal Malong, the greatest of all time, Fragezeichen. Schreibt es in die Kommentare, Malong oder Changike. Für wen seid ihr? Ich bin eindeutig für Malong zum Beispiel. Er hat mehr gewonnen und ist der viel beständigere Spieler gewesen. Naja, da gab es aber was Interessantes zu sehen. Die Kameraperspektive. Ein großes Thema in der Community, in den Foren. Ja, der letzte Rotz wurde geschrieben. Manche finden es super genial. Auch wir haben auf unserem Instagram-Kanal eine Umfrage gemacht. Na, wie komme ich jetzt dahin? Ja, da haben wir gefragt und haben 62%, und das überrascht mich doch sehr, gesagt, dass sie diese Perspektive wirklich mögen. Und 38% haben gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ja, ich bin da ein bisschen unschlüssig, aber würde mich auch eher dafür entscheiden, dass diese Kameraperspektive interessant ist, aber nichts für die Dauer. Ich mag schon sehr diese Kameraperspektive von oben, weil man einfach dann wirklich die Dynamik sieht im Spiel. Noch besser natürlich Coaches Eye auf Bauch, Augenhöhe, seitlich von der Bande. Diese finde ich immer richtig klasse. Die seht ihr auch immer in unseren Spielzusammenfassungen. Aber so von der Seite, naja. Ich meine, man sieht sehr gut die Beinarbeiten, die sie da nutzen, welche Techniken sie nutzen. Die Gewichtsverlagerungen der Spieler sind sehr, sehr klar zu erkennen, was man so sonst gar nicht mitbekommt. Also eine sehr, sehr interessante Alternative.
sollte hinzugenommen werden, aber nicht als Dauerkameraperspektive. Wenn ihr bei Instagram noch nicht abgestimmt habt, schreibt doch mal hier in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ist sicherlich interessant zu wissen, was denn so die breite Masse zu diesem Thema sagt und ob diese 62%, die sie bei Instagram mögen, ihr auch befürwortet. Also schreibt es mal runter. Bei dem Turnier gab es natürlich auch eine sensationelle Überraschung. Matthias Falk, der Schwede, hat endlich mal wieder als ein europäischer Spieler einen chinesischen Spieler besiegt. Und in dem Fall Xu Xin, einer der drei großen Chinesen, wobei er selbst, glaube ich, bisher nur den World Cup gewonnen hat, in Anführungszeichen. Aber ist nur eine feine Sache und eine Ausnahmesache. Und da hat er wieder mit seinem Noppenbelag auf der Vorhand wieder für eine fette Überraschung gesorgt und ja, tolle Sache für den europäischen Tischtennissport, aber auch vor allem natürlich für den schwedischen Tischtennissport. Dann eine etwas traurige Nachricht, wobei in der heutigen Zeit wir viele, viele traurige und schwierige Nachrichten verdauen müssen. Hier aber der Spieler, ich hatte nicht Französisch, bitte nicht lachen, Jacques Secretin, ist gestorben. Französischer Nationalspieler, der hat unglaubliche 495 Länderspiele für Frankreich gemacht, ein Gigant, und wurde 1976 Europameister und 1977 Weltmeister im gemischten Doppel. Also eine Tischtennislegende ist von uns gegangen, traurige Sache, denken wir kurz an ihn. Eine weitere Nachricht, die ich jetzt bei tischtennis.de gesehen habe, ist, dass wir, also in Deutschland, wir zwei neue Diplom-Trainer haben. Und das ist einmal Lars Hilter, Assistenztrainer bei den Herren, und Chris Pfeiffer, der Eva Jela beerbt hat im Jugendbereich als Jugendnationaltrainer. Also herzlichen Glückwunsch. Einer hat, glaube ich, auch eine 1,0-Note geschrieben. Da haben wir wieder zwei Top-Männer für die Zukunft und die wir vielleicht bald auch irgendwann mal auf dem Stuhl des Bundestrainers sehen. Und jetzt haben wir bald Dezember und Mitte Dezember, vom 11. bis 18. Dezember, findet das diesjährige Champions League Turnier der Herren statt. Es ist eine Bubble, ähnlich wie wir es aus dem Basketball in Deutschland oder der NBA kennen. Gab es beim Fußball eine Bubble? Ja, die Champions League in Lissabon war auch eine Art Bubble in einem Stadion. Und so wird jetzt auch die Champions League durchgeführt, da internationale Reisen äußerst schwierig sind und wir jetzt auch die Vereine kein Budget haben, aller Fußball- oder Basketballvereine. Und so findet diese Bubble im Dezember in Düsseldorf statt. Es gibt 4 Vierergruppen und jeweils die ersten beiden qualifizieren sich für die K.O.-Runde, um den Sieger zu ermitteln. Platz 3 und 4 der jeweiligen Gruppen steigen in den Europe Cup ab. Ja, Europe Cup? Moment. Ich trage es nach und schreibe es jetzt hier unten hin. Und ja, es ist gut für den internationalen Vergleich, dass sie internationale Spieler haben, da das dieses Jahr sehr, sehr wenig war. Und ja, und es gab 3 deutsche Mannschaften, die daran teilnehmen. Das ist Saarbrücken als deutscher Meister, Borussia Düsseldorf als Gastgeber und Mühlhausen ist wieder dabei. Und ja, da können wir ein hochklassiges Turnier in einer Woche sehen. Fühlt sich so ein bisschen wie eine Mannschafts-EM an vom Modus und ja, bin ich mal gespannt darauf. Also da haben wir auf jeden Fall alle ein bisschen was zu tun im Lockdown Light, wieder ein bisschen Tischtennis zu gucken und können gerne auch über diese Spiele diskutieren. So, Punkt 3, World Wide Web Videoempfehlungen. Normalerweise hatte ich immer 3 Videoempfehlungen. Diesmal bleibt es bei einer Videoempfehlung und das ist auch eine ganz besondere, denn der TTR Hunter, eine Legende, hat mal wieder ein neues Video rausgebracht und dieses Video findet ihr auf seinem Kanal auf YouTube und da geht es um How to find the perfect rubber, also wie findet man den perfekten Belag für sich, und ist ein englisches Video, aber schaut mal rein, ich glaube es gibt sicherlich deutsche Untertitel, Fragezeichen, da sieht man, dass ich das gar nicht ausprobiert habe,
Aber ich meine, die meisten von uns sind der englischen Sprache mächtig und können da mal reinschauen. Schön, dass wieder ein altes, bekanntes Tischtennisgesicht bei YouTube mal aktiv war. Ja, ansonsten keine weiteren Videoempfehlungen, da ich glaube ich viel Neues gefunden habe. So, Punkt 4. Gewinnspielen. Ja, es ist ja kein Geheimnis, ankündigt war es ja schon so. Dieses Holz gibt zu gewinnen, was wir in diesem Video hier getestet haben. Das ist ein Decathlon Pongori Holz, das TTW in 900 Off. Das ist ein Offensivholz, was einen sehr, sehr direkten Anschlag hat. Und ja, wir empfanden es als durchaus gut und eine interessante Alternative zu den bekannten Tischtennismarken. Und das könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist es, unter diesem Video einen Kommentar zu hinterlassen. Und dieser Kommentar heißt einfach 500 Abos reinschreiben. Wie sind die Teilnahmebedingungen? Also ihr müsst eine deutsche Adresse haben, weil wir liefern es nur innerhalb Deutschland aus mit der Post. Und die Deadline mit dem Kommentar unter diesem Video unterschreiben ist Sonntag, der 6. Dezember, 2. Advent. Um 23.59 Uhr wird der letzte Kommentar in die Zählung genommen und dann im nächsten Tischtennis-Infocenter, wo ihr dann hoffentlich dabei seid, machen wir eine Verlosung. Eine App werden wir uns runterladen, die dann, wo wir alle User eingeben werden und ein Name wird gewählt. Vielleicht sollte ich es doch behalten. Sieht einfach so geil aus. Naja. Jetzt ist es weg. Und wie immer gilt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück und Erfolg euch. Das war's vom Tischtennis Infocenter für diese Woche. Wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe mit der Verlosung und vielen, vielen neuen Informationen in der Welt des Tischtennis. Bis dann. Euer Let's Play Team. Ciao.